raus! Was geht ab? Hallo, Skirt-Mechanik-Freunde. Wir sitzen hier so ganz lieb und nett an der Wand. Skirt-Mechanik-Freunde, sagt er jetzt. Ja, ist ja auch Skirt-Mechanik, ne? Und, liebe Zuschauer, das wird demnächst auch öfter auf meinem Kanal sein. Das heißt, ich will Scrap Mechanic fest auf meinem Kanal. Ach ja, stimmt, ich muss dich an was erinnern. Du wolltest ansprechen, ja, dass du jetzt öfter Scrap Mechanic machst. Ja. Jetzt fast vergessen. Das soll fest auf meinem Kanal integriert werden. Also in meinen Kanal integriert werden. Das soll in Zukunft so sein, dass es mit Minecraft in etwa gleichgestellt wird. Das heißt, es wird hier nicht mehr nur Minecraft sein. Yeah. So, die Tür hier, die haben wir abgebaut. Die ist fail gewesen. Da baue ich ein anderes System. Geh doch mal weg da! Nur um schon mal vorzuwarnen, falls einer fragt, Kalle ist dran schuld. Apropos, wir wollten euch noch was zeigen. Und zwar, ihr seht das hier. Und zwar wird ist das der Grundriss, wie wir uns vorgestellt haben, wie wir das Haus machen. Das hier vorne, das schwarze, ist die Tür. Das sind die beiden Fenster, die ich hier gemacht habe. Und dann geht's hier einmal um die Ecke und hier weiter. Im, würde ich mal so sagen, altenglischen Stil. Ich weiß nicht, ob ihr Peter Pan damals geguckt habt und so. Sowas halt. Da sind wir sehr gespannt. Da werde ich mich jetzt wieder drum kümmern. Und ich denke mal, Jodo und Methos werden sich wieder an diese Tür wagen und ein bisschen rumtüfteln. Und ich werde mich darum kümmern, dass wir unsere vier Wände bekommen. Ich werde jetzt hier eine einfache Tür bauen. Okay. Mal gucken, was er vorhat. Wenn ich helfen kann, helfe ich. Und ansonsten bist du weg. Ohne Block geht nichts. Und ich baue, wie gesagt, heute die Mauer weiter und so weiter und alles. Das, was wir hier brauchen halt. Und ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, also bitte nicht wundern, wenn ich vielleicht heute ein bisschen ruhiger bin und nicht so viel rumschreie oder was auch immer. Heute ist es ein bisschen... So. Nicht so geil. Was hast du denn jetzt für eine spannende Tür vor, Methos? Warte doch mal. Ich muss auch mal die Höhe kriegen. So, noch eins höher. Wird heute wahrscheinlich eher wirklich wenig sagen, Freunde. Also bitte nehmt mir das nicht übel. So. Gleich so, Kalle, du bleib dran, Okay, dann können wir... Warum bist du so ruhig? Ich mag dich nicht mehr. Naja, ich glaube, so schlimm wird's schon nicht. Hier ein Pisten. Oder es kommt... Oh, endlich hält er mal den Mund. Ja, das Zeit wird's ja, ne? Zeit wird's ja. Endlich, oh Junge, ging der mir auf die Nerven. Genau. Wir haben so lange darauf gewartet. Ja, das andere System, das muss ich nochmal überarbeiten, liebe Zuschauer. Das, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, okay, ich glaube, ich weiß, was du für eine Tür vorhast. So. 8, 9, 10, nein, wir machen hier ein ganz einfaches System. Ganz interessant, So, so, so. Dann brauche ich einmal, nein, ich muss das höher machen. So. Wie breit ist das nochmal gewesen? 1, 2, 3, 4, 5, okay. Achso, das Fenster. Mhm. So. 2, 3, 4, 5 und nach oben. Wir so, wir schauen mal kurz auf den Bauplan, ob Kalle da auch alles richtig baut. Ja. Also ich als Marshall-Architekt muss ja sagen, das gefällt mir. Ernsthaft? Ja, ich dachte, du fällst runter. Nee. Ach man, schade. Kalle, du weißt, ich bin mittlerweile schon so ein bisschen geübt. So, du weißt genau Bescheid, was ich mache. Das ist auch ich bin es gewohnt aus zahlreichen Streams. So. Ups. Dann hauen wir hier das dran. Dann brauchen wir... Na, tschüss, Jolo. Ja, genau. Ich wollte runter. Ich habe, glaube ich, nämlich hier unten gerade was angestellt. Nein, nein! Dann hauen wir direkt da drunter. So, dann das da dran. Was machst du denn da? Du. Das da, 90 Grad. Ach komm schon. Genau. Alle. Hast du nicht was zu tun? Wird er nicht langsam roll? Schalter. Da. Nein. Auf Schalter. Den machen wir auf Knopf. Wir machen das so rum. Und machen das auf 180 Grad. So. Hier will ich nicht machen, das ist wegen Methos. So. Ja, ja. Jetzt. Immer nur wegen Methos. Ich glaube, ich weiß, was das wird. Nein, das Schalter. So. So. Jetzt machen wir das Ganze hier so. Dann brauchen wir. Jetzt habe ich, das ist immer, wenn ich Kopfschmerzen erst habe, muss ich voll viel gehen. Drauf, ich weiß, was ich machen kann. Wir hatten noch hier eine Treppe geplant. Die kann ich schon machen. Machen wir hier. Ja, genau.
Soll die mit dem Boden verschmelzen oder davon abstehen? Das ist jetzt die interessante Frage. Warum? Was denn? Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. 180 Grad. Ach, der Block steht im Weg. Nimm mal eine schräge. Ja, hab ich auch gerade überlegt. 1, 2, 3, 4, okay. Im Singleplayer klappt das wunderbar. Ja. Ja, ich habe das System ja schon mal von dir gesehen, dieses hier, aber irgendwie. Ja. Manchmal will's, manchmal nicht. Die Breite das Problem ist bei diesen einer Blöcken ist halt auch 4. Hitbox. So. Jetzt ist die Sache. Wie mache ich es am besten? So, ne? Nee. So auch nicht. So. Probier's. Ja. Ja, funktioniert doch. Wow, Raum. Was war das denn? Ja, was ist los? Das war viel zu schnell. So. Erst soll das hochfahren. Oh, du musst doch eins höher, Metos. Ja, ich hab's gemerkt. So, und dann muss das noch ein bisschen nach vorne, ne? Sekunde, ich geh mal raus, dann sag ich dir, wie viel du noch brauchst. Was ist nervig, was willst du haben, Mann? Das ist so doof. Hoch, Metos? Noch zwei Blöcke. Zwei Blöcke. Oder, nee, warte, einer. Genau, so ist perfekt. Ja, perfekt. Jetzt, jetzt ist die Sache. Oben fehlt noch was. Ja, die Sache ist aber die, das würde mit dem Boden, also eine Reihe können wir, glaube ich, noch drauf machen. Ja, eine Reihe geht noch, aber den Rest, da müssen wir die Tür kleiner machen. Ja, also oder wir machen so eine Klapptür. Also sowas, wie du vorhin hattest, nur halt mit einem Mechanismus, der umklappt. Warte. Da brauche ich. Ganz oben ist er. So. Machen wir erstmal hier so eine Reihe drauf. Dann gucken wir mal. Das brauche ich ja nicht, das auch nicht. Nehmen wir mal den hier. Ich hab doch hier. Da ist er. Klar. Okay. Fehlen noch drei Blöcke. Das Ganze muss etwas kleiner gedreht werden. Also es geht noch ein bisschen zu schnell. Und jetzt? Gerne. Och, weil das nervt. Ah, schön. Warte mal, das machen wir anders. Vor allem, oh, ich weiß nicht, ob ihr das seht, Freunde. Mir läuft eine Träne runter. So. Genau hier. Das drehen wir ein bisschen weiter. Da, ich hab sie gerade weggewischt. Oh, von unten in meine Nase gucken, ist das nicht herrlich? Oh, ja. Kalle. 8, 9, 10. Oh, ich könnte jetzt am liebsten schlafen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und das nicht, weil ich müde bin, sondern einfach nur weil schlafen. Oh, das war gar nicht gut zu strecken. Oh, jetzt drückt mein Kopf. Den müssen wir hier. Oh Mist. Den müssen wir anders machen. So, den legen wir jetzt daneben. Dann geht das auch. So. Halt. Jetzt brauche ich. Na komm. Ach nee, verdammt. So. Okay. Sind jetzt beide an? Nein. Der ist nicht an. Dann machen wir den auch aus. Ich brauche einen ganz gewissen Block und das ist so dieser hier. Dann das da dran. So, das da. Bisschen langsamer. Dann auf 270 Grad. Das hier komplett einmal. Nein, er dreht falsch rum. Was treibst du denn da oben? Ernsthaft? Okay. So, ist der jetzt aus? Ja, ist aus. So. Verdammt! Jetzt. Ich bin ein Vollidiot, ich hab's falsch rumgebaut. 1, 2, 3, 4. Apropos, da wollte ich dich. Geht denn der da so wollte ab? Ich dich sowieso auch drauf ansprechen, Jodo. Mir ist nämlich was aufgefallen. Was denn? Dass du in der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, ein paar Kraftausdrücke verwendet hast. Bitte nicht machen. Hab ich? Ja. Oh. Oh, okay. Ich hab, das ist mir beim Schnitt aufgefallen. Und was das witzig ist, ist mir zwar relativ egal, aber es ist mir aufgefallen. Werbefreundlichkeit war bei mir nicht mehr. Ach, schön. Okay. Habe ich echt so viele verwendet? Du hast ein paar Mal
das S-Wort gesagt und ach, wir haben uns damit verbunden. Ja. Wir damit verbunden werden. So, jetzt nochmal. Das ist ganz wichtig, vor allen Dingen, weil wie gesagt, bei Metas macht das gibt's das auch nicht. Ja, genau, da bin ich absolut dagegen. So. Sonst gibt's ein paar auf die Backen. Das heißt hier, wir das drehen hier sehen. Ein bisschen langsamer. Metas, das will er sehen. Jetzt darfst du ihn gerne mal ein bisschen hauen, Metas, das will er sehen. So, gut. Was, das will er sehen? Ja, dass er auf die Backen kriegt. Jetzt 1, 2, 3 Ich glaube nicht, dass er das sehen will. Danach kann er nicht mehr sehen. Entschuldigung. Nein, nein, ich haue ja niemanden. So, das muss hier. Hey, du haust nicht, jetzt du schlägst. Jetzt muss ich gucken. Oh, oben, oben, was? Oben. Er haut nicht. Das ist eine verrückte Vorstellung. Er haut nicht, er bewirft uns nur mit Obst. Genau. Alter, ich hänge hier ständig an der Tür. So, da ist der Knopf. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. 3 Blöcke, sagtest du? Warte mal, wir machen das so. Ne, jetzt sitzt der ja richtig. Oder, ach so, oben drauf, ja. 1, 2, 3, genau. Das heißt, wir machen den wieder runter. Da. So. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich bin doch selten doof, ehrlich. So. 1, 2, 3, 4. Wenn der hochgefährt, soll er dann erst, genau. Aber nur dann, wenn er erst hochgefährt. Genau, erst wenn er hochgefährt, genau. 2, 3, 4. So, ja, das heißt, wir machen da noch einen dran. Ich mach das mal hier. Nee. 1. Verdammt. Kommt der das hin? Probieren wir es mal. Nein. So, jetzt haben wir es. Okay. Den Knopf. Genau. Ich hab's eigentlich schon richtig gehabt und dann hab ich's nochmal versaut. Oh Mann. So, obwohl, wir können das eigentlich mit dem da zusammenfahren lassen. Genau, wir lassen das mit dem zusammenfahren. Das geht eigentlich auch. Das heißt, sobald der hochfährt. Nein, sobald der hochgefahren ist, verbinden wir das hier. Hä? Warum geht das nicht? Ach so, nein, das geht nicht. So, jetzt muss ich mal gucken. Machen wir den an zweiter Stelle 90 Grad. Dreht richtig. So, jetzt muss ich da erstmal einsetzen. Ja. So. Das habe ich mir fast gedacht. Nicht ganz so weit, weil hier dann nur eine kommt. So, ist hier irgendwas an? Nein. 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Hey. Hoch. So. Wenn ich jetzt umschalte. Genau. Da. Nein, fahr doch nicht hoch. So. Sollte der eigentlich rumdrehen? Jetzt können wir hier sagen, okay, wir machen jetzt hier. Der will mich veräppeln. Der will mich knallhart veräppeln hier. Oh, wie bin ich übel. Setz ich den jetzt da weiß ich, das ist keine Kopfschmerzen, das ist Migräne. Super. Warum? Warum macht er das mit mir? Hallo, hast du heute nicht genug getrunken? Doch, ich habe heute genug getrunken. Ah, Gott. Der dreht verkehrt rum. Echt blöd, er und irgendwelche Kopfschmerzen zu haben. Sollte der doch gar nicht. Nervt. Der sollte in die blaue Richtung. Aber ich hab sie zum Glück nicht so oft in meinem Leben, also es geht. So. Genau, der dreht sich sehr langsam. Ja, aber er macht das in die falsche Richtung. Wir sind aber jetzt schon bei 15 Minuten, Freunde. Was treibt ihr da? So. Na gut, ich habe eine Treppe jetzt halbwegs hinbekommen. Nein, das sind noch nicht ganz fertig. Reicht so, überhaupt? Ja, jetzt nochmal. Bling.
Nein, das muss später. Später, später, später. So. YOLO, hast du das gebaut? Ja. Falsch. Andersrum. Abreißen. Weil wir gesagt haben, dieser Boden ist der unterste Punkt. Also wir bauen nicht ernsthaft? Unter diesem Boden. Ja, da passt schon, das berührt ja nicht den Boden. Nein, das passt nicht. Ja, weil doch. Das berührt später den Boden, wenn man es hinsetzt. Darum geht es mir. Dann steht das ganze Haus auf dem. Ja, dann funktioniert es doch nicht. Leute, ihr geht ja, aber dann, nicht mehr. Dann steht das ganze Haus auf diesen Dingen. Das ist so verbuggt hier. Also hier stimmt doch gar nichts mehr. Machen wir das kannst du nicht machen. Ja, das machen wir in der nächsten Folge, Metos. Ach, Menno. Na gut, dann machen wir nochmal eine neue Treppe. Aber doch damit. Da gibt's aber dann echt nur einen Fahrstuhl, weil sonst funktioniert das ja nicht. Ja. So, haben wir da oben Ecke? Ja, haben wir. Dann machen wir das so. Wie ich es gleich hätte machen sollen. So. Dann, ich hatte heute eigentlich was anderes geplant. Aber das haut ja nicht hin. Ja, man muss immer so, das jetzt. Unbedachte machen. Hauen wir das da dran. Auf so, jeden Fall, Freunde, bei mir war es das jetzt schon mal. Es tut mir echt leid, aber nächstes Mal wird es wieder besser. Ich kann ja nicht. Es tut mir leid, ich kann ja zum Glück nichts dafür, dass ich so Kopfschmerzen habe. Wenn ich da was dafür könnte, würde ich es ja. Ja, aber die Minute hast du jetzt auch noch. Nein, ich musste um 14:50 schon los. Es ist 53 Meter. Oh. Ja, das ist ja schön. So, deswegen bin ich auf jeden Fall weg. Wir sehen uns nächste Woche zu Pistenhaus Grab Mechanic, Freunde. Ciao! Du kannst ja diese Minute gerne noch weitermachen, Metos. Ja, ja. Jetzt muss mir eh noch Schuhe anziehen. Nicht mehr. Was ist denn jetzt? Das... Warum dreht er sich nicht mehr? Er ist doch 71 Grad. Ach so, ja, ja, das ist schon alles richtig. Ah, jetzt macht das. Ja, das ist, weil Kalle hat schlechte Verbindung. Oh je. Yeah. Blödsinn. So, jetzt hauen wir nochmal den Block da rein. Huch. Okay. Jetzt hast du aber wieder so einen Klappmechanismus. Das bringt wieder nur Probleme. Nee, einer geht voll in Ordnung. Wir können ja auch einen Klappmechanismus. Ha 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 ha. Einen so. Mechanismus machen, der dann, zwei, wie drei. Heißt's? So, jetzt kriegen wir es hin hier. Nicht mit Vierecken ist, sondern wo dann halt dazwischen diese Schrägen sind. Ja, das macht er aber nicht. Ja, das können wir aber nächstes Mal so, dann ändern. So, jetzt ja warte. Problem. Jetzt warte. So, da oben sind doch Schrägen. Ja, ja, aber also ich würde da, wo du den, So, was ist denn hier? Was? Okay. Das heißt, das Ding funktioniert jetzt endlich. Die Tür ist sauber, ne? Die geht jetzt. So, dann müssen wir noch das Ganze mit dem Schalter verbinden. Och nö. Ja, oh doch. Nee, ich hab grad bemerkt, so, dass ich die Treppe falsch gebaut hab. Die muss so, jetzt gerade sein. Gucken. Och nö. Machen wir es erstmal so. Okay, Karl, du bekommst heute eigentlich ein Kotschloss dran bauen. Übrigens, da könnt ihr mal schauen, wenn ihr wollt. Ich packe da einen Link in die Videobeschreibung. Da habe ich ein neues Kotschloss getüftelt. Wesentlich kompakter als das, was ich zuvor hatte. Und auch viel, viel einfacher. Ist ein 3-Minuten-Tutorial. Einfach mal nachschauen. Okay, auf jeden Fall, das funktioniert jetzt. Wir müssen noch einen Logikgatter dazwischen basteln. Und dann, ne? Genau. So, das da machen wir jetzt. Zack. So, da fällt schon gar nicht mehr auf. Ne? Später machen wir noch einen Logikgatter dazwischen. Ich reiß schon mal die Treppe ab. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Ja, es ist gut. Und wesentlich sauberer als die andere Tür. Ich wollte eigentlich eine richtig pompöse Tür hier rein haben, aber vielleicht überlege ich mir noch was. Okay. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, liebe Zuschauer. Sage bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Yeah.